Bullseye. Hier ist wieder euer Feuershark. Heute zeige ich euch etwas, eine ziemlich lustige Idee von Google. Und zwar kann man mit dem neuesten Update von Google Maps Pokémon in Google Maps fangen, wie ihr hier seht. Das ist wirklich kein April-Scherz oder so. Das geht wirklich. Ihr müsst einfach, wenn ihr die neueste Version habt, hier oben auf Suchen klicken. Dann steht da Starten. Und dann klickt ihr einfach da drauf und dann steht das. Also hier, dann werdet ihr zu dem nächsten gelegenen Pokémon-Labor geschickt. So. Und jetzt müsst ihr einfach die Pokémon anklicken. Und dann könnt ihr die fangen. Metagross. Metagross wurde gefangen. Woo! Das Spiel ist eigentlich ziemlich sinnlos, wenn man eigentlich nur die Pokémon fangen kann und die angucken kann, aber mehr nicht. So. Fangen wir mal ein paar. Und ja, also die werden auf einen gefangen. Es ist nicht so, dass irgendwie eine Chance besteht, dass sie nicht gefangen werden. Aber irgendwie finde ich es cool. So. Pikachu fangen. Gucken wir mal Pokédex. Da steht im Pokédex steht da noch mal etwas darüber drin. Also, wie groß das Pokémon ist, wie schwer das ist. Was ist denn da? 3 von 150 gefangen. Wahrscheinlich kriegen wir irgendwie so ein Dings. Irgendeine Empfehlung oder so. Also, 11 ist Pikachu. Gucken wir uns mal an. Nur 11 Pikachu. So. Ich habe das schnellste Internet, deswegen läuft das so gut. Und ja, ich hatte das bei einem Video von einem englischen YouTuber gesehen. Ich habe einfach April Fool geguckt. Oder April Fool Joke. Und ja, dann kam das. Und dann dachte ich erst, als ob. Das ist locker irgendwie ein April-Scherz oder so. Wer hätte es auch gestern hochgeladen, aber nein, es war kein April-Scherz. So, hier Pikachu. Da kann man alles möglich lesen, das teilen und so. Und da sage ich mal, strengt euch an, wie viele ihr fangt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War halt vielleicht ein bisschen sinnlos und kurz. Aber haut rein, macht's gut und ciao.